Herzlich willkommen zur ersten Folge Volldigital TV. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Doch was steckt jetzt hinter Volldigital TV? Hierfür haben wir Professor Dr. Lemke eingeladen. Er ist unser Studiengangsleiter vom Fach Digitale Medien, Medienmanagement und Kommunikation hier an der DHBW Mannheim. Erzählen Sie mal. Erstmal ein herzliches Willkommen hier an alle auch. Und ja, das ist ein Projekt der DHBW hier in Mannheim, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und wir sind hier mit dem Studiengang der digitalen Medien ansässig. Und aus diesem Engagement der Medienprojekte, die wir machen und über die wir noch sprechen werden, ist dieses Projekt entstanden. Und diese Projektidee, voll digital TV, dient für die Kommunikation unserer Arbeit hier an der Hochschule DHBW Mannheim und wird euch zeigen, was wir hier für Medienprojekte bearbeiten. Es wird also um Medienprojekte gehen. Was ist genau ein Medienprojekt und was sind Beispiele für Medienprojekte? Ja, wie der Name sagt, sind das Projekte irgendwas mit Medien im weitesten Sinne. Im engeren Sinne sind es Aufträge, die wir entweder aus der Hochschule bekommen oder auch Studierende selbst einbringen dürfen, aber überwiegend doch aus der Wirtschaft, die dann mit so Fragestellungen kommen wie beispielsweise, wie kann ich in Social Media meine Produkte und Dienstleistungen verkaufen oder wie kann ich Leads gewinnen über meine Firmen-Homepage oder soll ich TikTok als Kommunikationskanal für das Personalrecruiting nutzen und so weiter und so fort. Also ihr seht, alles was digitale Kanäle und die digitalen Medienprodukte angeht, produzieren wir hier von der Strategie bis zur Umsetzung. Doch was macht unser Studium jetzt so besonders? Ja, ich bin überzeugt, dass es zunächst erstmal diese Medienprojekte sind, weil wir lernen an ganz praktischen Herausforderungen mit Termindruck, mit Zeitdruck, mit Ergebnisdruck einerseits. Andererseits hat sich auch die Art der Vermittlung auch verändert. Das heißt also, wir halten keine Frontalvorlesungen in diesen Vorlesungen, jedenfalls nicht bei den Medienprojekten, sondern arbeiten als Mentoren, als Coach, ja, als Begleiter für die Projekte mit den Studierenden in kleinen Gruppen zusammen. Und ich glaube und bin überzeugt, das ist das Besondere, was nicht alle Hochschulen so fest in ihrem System verankert haben, wie das bei uns der Fall ist. Gut, dann danke, Herr Lemke, für die Infos. Ich glaube, dann wissen wir jetzt alle, worum es geht und starten doch einfach mal in die erste Folge rein. Verrückte Challenges, Tänze, Humor und Katzenvideos. Was kommt uns in den Kopf, wenn wir all diese Dinge hören? Richtig, TikTok. Eine der beliebtesten und aktuellsten Social-Media-Plattformen. Doch was steckt hinter dem Erfolg von TikTok? Wieso steigen immer mehr ins TikTok-Game ein? Und was sind die Schattenseiten? Um tiefer in das Thema einzusteigen, haben wir uns heute einen richtigen TikTok-Experten eingeladen. Er hat nämlich mit seiner Medienprojektgruppe einen eigenen TikTok-Kanal aufgebaut und hat einiges darüber zu erzählen. Herzlich willkommen, Tobi. Schön, dass du bei uns bist. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Tobi. Ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere hier mit euch Medienmanagement und Kommunikation. Ja, und bin dualer Student bei der Gartner & Staudt GmbH. Schön, cool. Damit wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen und unsere Zuschauer auch, stellen wir dir noch kurze Fragen für den Anfang. Alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Wie viele Paar Schuhe besitzt du? Kannst auch schätzen. 12. Okay, ich habe mit mehr gerechnet, aber passt ja. Nee, die kosten zu viel. In welchem Bundesland gibt es den besten Wein? Rheinland-Pfalz. Sehr gut. Stell dir vor, du müsstest eine Challenge kreieren mit komischen Haarfrisuren. Was wäre die Frisur, die sich die Leute schneiden müssten? Glatze. Erster FC Kaiserslautern oder SV Waldhof? Kaiserslautern. Ja! Alright. Okay, gut, dann fangen wir jetzt an mit dem Thema TikTok. Ja. Let's fest. Seid gespannt. So, Tobi, wir fühlen uns jetzt mal zurückversetzt ins Jahr 2022, Juli. Erste Vorlesung, Medienprojekt. Wir bekommen die neuen Themen, wir streiten uns, die Stimmung kippt im Unterricht. Wie kamt ihr oder du, deine Gruppe, also wir, dass wir das Thema TikTok übernehmen? Ich glaube, ein ganz großer Punkt war einfach Interesse. Ich glaube, die meisten von uns haben es auch einfach in der Freizeit genutzt und da haben wir uns gedacht, okay, ist doch witzig, das auch als Medienprojekt zu machen. Und zum anderen auch einfach TikTok, wenn man sich mit TikTok mehr auseinandersetzt, sieht man auch, was für ein Potenzial dahinter steckt. Und wenn man dann noch mehr Informationen hat, wie man, dass man sich auch aneignen musste für dieses Projekt, hilft es einem, glaube ich, auch für die berufliche Laufbahn extrem weiter. Ja, das ist ein Punkt. Ja,
Eure Aufgabe war es ja dann, einen TikTok-Account zu erstellen, über also unseren Studiengang. Und wie seid ihr da vorgegangen? Wie bei jedem Medienprojekt haben wir uns zunächst mit der Theorie auseinandergesetzt. Also Social Media Marketing, die Plattform selbst. Und dann ging es auch schon direkt los, wo wir uns überlegt haben, okay, wen wollen wir überhaupt mit den TikToks ansprechen? Wer ist unsere Zielgruppe und wie sprechen wir die am besten an? Mhm. Danach haben wir eigentlich einen Redaktionsplan geschrieben. Wann drehen wir, was drehen wir und wann veröffentlichen wir es? Und dann ging es auch direkt an die Umsetzung. Ja. Und nach dem Projekt haben 3 Kommilitoninnen von uns den Account weiter übernommen. Und wie so ein Drehtag aussieht, da gucken wir jetzt mal rein. Also du hattest ja nicht so Lust, den Account weiterzuführen, ne? Du hast das den Mädels überlassen. Nee, also man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. So nach dem Motto habe ich gesagt, nee. Hast du recht. Genau, ihr habt ja auch, also ihr spricht ja auch in euren TikToks verschiedene Themen an. Was habt ihr da so, ja, eingebaut? Wir haben immer unterschieden zwischen Unterhaltungs-TikToks und Informations-TikToks. Mhm. Also uns ist klar, wir wollen ja mit dem Account auch neue Studierende akquirieren. Allerdings nur Informationsvideos würden nicht laufen, deswegen haben wir auch Unterhaltungsvideos gemacht, indem wir einfach Trends genommen und dann auf unser Thema angepasst haben und haben dann Informationsvideos, beispielsweise den Rahmenstudienplan, etwas aufgelockert präsentiert, dass es nicht nur, ja, nur die Information ist, sondern das versucht ein bisschen zu vermischen mit Trends und Informationen. So waren beispielhaft Themen. Ja. Es hat ja auch sehr gut geklappt. Also der Herr Lemke hat uns ja auch nochmal gelobt, dass echt neue Studierende dadurch auf uns aufmerksam wurden, durch diesen TikTok-Account. Also können wir uns nochmal auf die Schulter klopfen eigentlich. Props an euch. Ich hab mir selbst geklopft, ich war ja gerade in der Gruppe. Das ist auch in Ordnung. Ja. Also einer meiner Favoriten der TikToks war ja dieses Unterschied zwischen Vollzeitstudierenden und Dualstudierenden. Da haben wir sehr viel Interaktion in den Kommentaren bekommen, weil manche das nicht so cool fanden, was wir da gemacht haben. Yeah. Wait, I can do that better. What if it's like... Was war denn dein Favorit? Ich glaube, mein Lieblings-TikTok war das mit der Gruppenarbeit, also wie es so typischerweise ist, wenn man in einer Gruppe an der Uni zusammenarbeitet. Und da war irgend so ein Sound von Joko und Klaas. Und das war, ich glaube, unter anderem auch das erfolgreichste TikTok. Ja, von der Reichweite war es das erfolgreichste. Ja, das war mein Lieblings-TikTok. Wir brauchen wie viele Beine für den Tisch? 4. Nee, das haben die nicht gesagt. 4 Beine. Und wie hoch muss der sein? Haben die was gesagt, wie hoch der Tisch sein muss? Nein. 70 Zentimeter. Doch. Okay. Wenn man durch den Feed scrollt, sind ja echt alle dabei. Deutsche Bahn oder Tagesschau sind auf den TikTok-Zug aufgesprungen. Warum ist es für Unternehmen so interessant? Was sind da so die Vorteile oder auch Nachteile? Ich glaube, ein großer Vorteil ist es zum einen, dass Unternehmen eine Zielgruppe erreichen können, die sie davor nicht so auf dem Schirm hatten. TikTok nutzen erfahrungsgemäß eher Jüngere, wobei mittlerweile das auch sich wieder angepasst hat. Aber da ist es einfach die Möglichkeit, diese junge Zielgruppe zu erreichen. Und es ist auch relativ kostengünstig, kann man viel Reichweite generieren. Mhm. Man braucht jetzt nicht 100.000 Follower, sondern es reicht, wenn du bei null anfängst und einfach Videos machst. Kann passieren, dass dein zweites Video schon viral geht und du so halt eine riesen Reichweite geschaffen hast für dein Unternehmen. Ja. Ja, genau, bei euch weiß ich auch noch, da hattet ihr ganz am Anfang auch Videos, die auch sehr, sehr viel Reichweite generiert haben. Ja. Ja, unter anderem das Video, was wir auch gerade gesehen haben. Ja, genau, das Joko und Klaas Video. Und was natürlich auch cool ist, dass Unternehmen sich so
authentisch darstellen können. Normalerweise hat man als Unternehmen nicht so einen persönlichen Bezug, aber wenn man dann Gesichter vor den Augen hat und sieht, hey, die machen was Lustiges und Co., dann sympathisiert man ja viel mehr mit dem Unternehmen. Also es ist echt eine interessante Plattform. Das wirkt jetzt nach außen hin sehr nach Spaß und sehr kreativ. Man kann einfach mal den Kopf abschalten. Manchmal braucht man das ja nach einem stressigen Tag, dass man sich denkt, ich lasse mich jetzt nur noch berieseln und denke gar nicht mehr nach. Wir haben uns damals aber auch mit der Kritik auseinandergesetzt. Was ist dir da besonders im Kopf geblieben? Ja, dieser Algorithmus, so gut er auch ist, ist auch gleichzeitig wiederum eine Gefahr. Mhm. Also zum einen, bei mir zum Beispiel ist mein ganzer Feed voll mit Fußballvideos und dann schaue ich mir am Tag 84 Fußballvideos an und merke gar nicht, dass ich gerade 2 Stunden am Stück auf TikTok war. Das ist das eine Problem. Andererseits funktioniert der Algorithmus halt in beide Richtungen. Angenommen, ich habe einen schlechten Tag, like 1-2 Videos, wo ihr eher traurige Themen da sind, ist mein kompletter Feed sofort daraufhin mit traurigen Sachen voll und dann ist halt die Möglichkeit da, dass die Leute noch mehr in ihre Traurigkeit gefangen werden sozusagen. Also der Algorithmus funktioniert in beide Richtungen leider sehr gut. Ja, es ist auf jeden Fall muss man beachten, dass es auch für Jugendliche da dann Gefahr darstellen kann. Und da muss man einfach ein bisschen Prävention betreiben und schauen, was sich Jugendliche da anschauen. Ja, es gibt ja auch echt gefährliche Trends, die auch schon böse geendet sind. Also da muss man echt gut aufklären, wie viel sollten Jugendliche und vor allem Minderjährige auch davon konsumieren dürfen. Ne? Oh. Welche Tipps würdest du jetzt geben, wenn jemand einen TikTok-Account aufbauen möchte? Ich würde sagen, authentisch sein. Mhm. Jetzt nicht irgendwie verkrampft vor der Kamera stehen und irgendwie das sagen, was jeder erwartet, sondern einfach authentisch sein, sich selbst präsentieren, wie man auch so ist. Und dann läuft eigentlich alles von alleine, würde ich behaupten. Wenn man Ehrgeiz und Wille hat, dass das auch klappt. Ja. Du hast es ja bei dir im Unternehmen auch gemacht, ne? Mit deinem Chef zusammen, glaube ich, dass ihr TikTok übernommen habt. Wie seid ihr da vorgegangen? Was war euch da wichtig? Ja, ich glaube, das war 2021 haben wir damit angefangen. Mhm. Wir haben am Anfang sind wir einfach über die Masse gegangen. Also wir haben pro Tag haben wir wirklich von montags bis sonntags 3 Videos hochgeladen und haben uns dann gedacht, okay, wenn wir an 2 Tagen dann insgesamt 6 Videos hochladen, 1 davon wird wohl viral gehen. Wenn man das auf eine ganze Woche hochrechnet, dann sind es halt schon ein paar Videos, die viral gehen werden. Und so war es tatsächlich auch. Also viel gemacht, natürlich auch geschaut, dass es ein gewisses Niveau hat. Und das hat damals wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und wie viele Follower hattet ihr dann so ungefähr? Oder habt ihr ungefähr? Also mittlerweile haben wir 110.000 oder sowas, genaue Zahl weiß ich nicht, auf jeden Fall über 100.000. Damals, als ich mit meinem Chef gemacht habe, waren wir bei 50.000. Dann, wo ich es alleine weitergemacht habe und es übergeben habe, waren wir bei 90.000. Also es hat wirklich... Schon sehr, sehr gut. Ja. Lohnt sich dann doch, ne? Okay, jetzt noch last but not least, eine Frage zum Schluss. Weshalb hast du dich für das duale Studium an der DHBW entschieden und insbesondere für unseren Studiengang? Ich habe auf der Webseite geschaut, okay, was kann ich studieren? Ich wusste, ich will es dual machen, aber ich wusste noch nicht was. Digitale Medien hat sich dann sehr interessant angehört, habe mir dann auch einfach mal die Seite angeschaut und was mir positiv aufgefallen ist, da waren Projekte, sprich praxisnahe Aufgaben, Abgaben und nicht einfach nur irgendwelche Klausuren, wo man dann, okay, jetzt Ende Semester wieder 5 Klausuren einfach durchpeitschen, sondern praxisnahe Projekte. Das hat mich einfach überzeugt und muss auch sagen, dass ich es auch so nach wie vor wahrnehme, dass es sehr praxisnah ist. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist echt besonders an unserem Studiengang, dass wir so viele echt realitätsnahe Projekte machen. Genau, dann danke für den ganzen Input zum Thema TikTok. Danke dir. Ich habe jetzt noch ein kleines Minispiel für euch vorbereitet. Oh. Let's go! So, schön, dass ihr hier seid. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Clara wusste auch nichts davon. Also, das ist auch eine Überraschung. Ich habe es alleine hier mir überlegt. Das glaube ich erst, wenn ich hier Antworten sehe. Genau. Mir hat so ein Vögelchen gezwitschert, dass du so ein bisschen Skincare-Lover bist. Deswegen haben wir hier als Preis eine schöne Schmetterlingsmaske. Okay. Mit viel Hyaluron.
Und Pfingstrosenextrakt. Genau, das, damit man morgens schon beflügelt in den Tag startet. Das ist ein guter Werbespruch. Also wenn das kein Ansporn ist, dann weiß ich jetzt auch nicht. Okay, seid ihr bereit? Bereit geboren. Okay. Erste Frage. Also wir schreiben es einfach auf und dann zeigen wir es in die Kamera. Genau, ich sag dann, wenn ihr es zeigen sollt. Okay. Welche Lieder sind gerade Trend auf TikTok? Da könnt ihr ein Lied aufschreiben. Ich habe mir nach langer Recherche ein paar rausgeschrieben und das einer davon müsst ihr dann nennen. Okay. Hier, ne? Ja, noch ein paar Sekunden. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, was hast du? Ich habe Mangos mit Chili, das ist von Nina Chuba. Und du? Quellkartoffel und Dub-Dub. Was? Okay, keiner von euch kriegt. Hä? Was? Das ist gerade. Also, zumindest ein bisschen. Ja, ein bisschen. Quellkartoffel. Ja, aber Quellkartoffel und Dub-Dub? So, zweite Frage. Welche Challenge war vor ein paar Wochen Trend? Da kann ich euch auch noch einen Tipp geben. Mhm. Da habe ich selbst mitgemacht. Ah! Ich habe extra noch gestern bei dir auf TikTok einen TikTok geliked, damit du nochmal auf meine Seite gehst. Eventuell. Okay, dann drehen wir um. Ja, Clara hat's richtig. Ein Punkt für dich. Was soll bei dir sein? Was soll das? Die Creed Challenge. Was macht man da? Ah! Ich habe gedacht, da geht man in den Kinofilm Creed und randaliert. Macht so viel Scheiße, bis man rausgeschmissen wird. Ah ja, das okay. Das habe ich dir zugetraut. Ja, ich wollte gerade sagen, alles so eine Karo auch aus. Ja, ne? So, bereit für die dritte Frage? Ja. Welcher ist der bekannteste TikToker Deutschlands? Also wer hat die meisten Follower? Boah. Ich glaube, der hat nicht die... Na gut. Einmal umdrehen. Was hast du, Clara? Ich habe Tobias Ferdinand aufgeschrieben. So heiße ich nicht mehr auf TikTok. Leider falsch. Tobi, du bist richtig. Du hast den Vornamen. Echt? Ich weiß leider nicht, wie man den so ausspricht, aber da heißt Yunus Zaru. Ja, genau. Der redet auch nicht in den Videos, sondern macht immer so mit Effekten. Genau. Doch. Und der hat irgendwie, ich glaube, 51 Millionen, muss man sich mal vorstellen. Also, wenn ich jetzt nicht falsch liege, habe ich gestern gesehen. Ja. Also eigentlich fast so viel wie unser MMK-TikTok-Account hat der. Ja. An Followern. Auf jeden Fall. Schon nicht schlecht. Tanze einen Teil des TikTok-Tanzes zu Savage Love. Nein! Ich habe mich so um die Frage gefreut. Könnt ihr es beide nicht? Stopp. Cut. Oh je. Auf drei? Wenn es der gleiche ist, ist es witzig, oder? Los geht's. Zählst du runter? Caro zählt. Eins, zwei, drei. Hä, geht das nicht so? Nee. Ja, ich weiß. Tobi war richtig. Hä, aber das ist doch das gleiche Prinzip. Es geht so, Savage Love. Oh, ich hab so. Ich hab quasi einfach nur einen eigenen Touch mit reingebracht. Ja. Es war aber auch sehr schön, Clara. Aber ich glaube, der Trend ist auch so alt, da hattest du noch nicht mal TikTok. Ja, eben. Also 2-1 steht's für Tobi. Warum so überrascht? Ich weiß nicht. Okay, fünfte Frage. Was bedeutet POV ausgeschrieben? So viel, wie du schreibst, ist es falsch. Kann nicht sein. Okay, einmal umdrehen, bitte. Yes, beide ist aber noch verstört, weil ich dachte, ich kriege einen Extrapunkt dann. Gibt es einen Extrapunkt für Smileys? Leider nicht. Das war ein Smiley. Das sah aus wie ein Fragezeichen. Ich habe Fragezeichen und ein Smiley. Okay, das heißt, es steht jetzt 3-2. Jetzt geht's... Um die Wurst. Um die Wurst. Also, das ist jetzt eine Schätzfrage. Ich bin so Gott. Und wer am nächsten dran ist, der gewinnt, würde ich sagen. Ja, ich gut schätzen. Vor allem wertschätzen. Also, wie viele Follower hat der Voll-Digital-TikTok-Kanal? Weißt du es, oder was? Scheiße. Die haben ja mehr gekriegt die letzte Zeit, glaube ich. Okay. Okay. Okay.
Dann dreht mal um, würde ich sagen. Clara, du bist näher dran. Wie viel? 328. Oh. Ah, das ist aber eine ganz knappe Kiste. Ja, dann steht es jetzt eigentlich 3-3, meine Lieben. Und jetzt? Ich würde sagen, dann machen wir unentschieden, oder? Wow. Ja, okay, ich würde sagen, beide gleich stark. Da ich Moderatorin bin und Tobi unser Gast heute ist, kriegt er die Maske. Danke, stimmt. Es gab ja was zu gewinnen. Ich sehe dich auch mehr als Schmetterling am Morgen. Dankeschön. Wunderschön. Danke, dass ihr mitgemacht habt, trotz des Unentschieden jetzt. Aber ich finde, das ist ein guter Ausgang, oder? Ja. Also, sehr fair. Okay, dann danke, Tobi, dass du heute mitgemacht hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Ja. Und wir hoffen, dass du mal wiederkommst. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, euch hat die erste Folge Voll Digital TV gefallen. Und vergesst nicht, den DHBW Mannheim-Account zu folgen, damit ihr keine Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. La, 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 la.